Zeit für den letzten Boss dieser Geschichte. Es ist Dr. Eggman mit dem Egg-Dealer, seine wohl sinnloseste Erfindung aller Zeiten. Und das sagt bei Eggman schon vieles aus. Ja, wir sehen, er hat da vorne eine Slot-Machine an seinem Apparillo dran. Alles, was wir machen müssen, ist jedes Mal wieder die Knöpfe zu aktivieren. Jedes Mal, wenn wir alle drei Slots anhalten, kriegen wir auf jeden Fall einen positiven Effekt raus. Keine wirkliche Slot-Machine, wenn man immer einen positiven Effekt dabei rauskriegt. Aber hey, wenn Eggman einen der Slots anhält, dann kriegt er dementsprechend meistens einen Effekt für sich. Wenn wir alle drei Slots von ihm anhalten lassen, dann wird er uns auch irgendwie angreifen in verschiedenen Formen. Ja, solange wir allerdings alle drei anhalten, ist der Effekt auch immer für uns. Solange wir auch nur einen davon anhalten, hat Eggman auf jeden Fall keine Chance, einen Angriff auf uns zu setzen. Was auch schon super sinnvoll ist. Da haben wir jetzt zum Beispiel drei Bomben bekommen, obwohl Eggman selber einen dieser Slots angehalten hat. Und damit hat er sich jetzt einfach selber gesprengt. Wenn wir in Reichweite wären, würden wir natürlich trotzdem auch davon Schaden nehmen. Aber sind wir ja nicht. Er nimmt auch einfach nur dadurch, dass wir die Slots anhalten, ein kleines bisschen Schaden. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Finde ich, macht auch super viel Sinn. Überhaupt auf dem Black Comet als letzten Boss Eggman zu haben, ist schon irgendwie merkwürdig. Aber wir wollen ja eigentlich nur was über Shadows Vergangenheit rausfinden und sonst nichts. Dieses Mal haben wir Raketen aktiviert, die er dann auf sich selber feuert. Habe ich schon gesagt, dass das echt eine sinnvolle Erfindung ist, die er da hat? Ja. Und da haben wir schon wieder Shadow Fever. Oh nein, wir haben Schaden genommen, weil ich in ihn reingelaufen bin. Blast! Ja, wenn wir die drei Blasts, die wir rauskriegen sollten, treffen, dann ist er schon so gut wie erledigt. Dann wird der nächste Slot-Angriff ihn erledigen. Dann werden wir ihm jetzt einmal wieder entgegenrennen, da er sich ja... Ah, er hat sich hingelegt. Da er sich ja weiter bewegt, während wir angreifen. Da der jetzt zum Beispiel einmal die Eggbots gekriegt, die können wir in der Slotmaschine nicht bekommen. Dementsprechend werden wir da jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal einen Effekt rauskriegen, der nichts macht. Und das war's, wir haben gewonnen. Einfach nur per Slotmaschine anhalten. Puh, war das ein komplizierter letzter Bosskampf. Never show your face around me again. Wir haben alle Chaos Emeralds zusammengesammelt. Mission ist geschafft. Wir haben 1 Minute 36 für den Kampf gebraucht und einen A-Rang bekommen. Na sowas. Perfect. Und das war's dann für diese Geschichte.